Wir leben in glücklichen Zeiten. Fast 70 Jahre Frieden. Doch manche von uns mussten noch miterleben, wie die Welt brannte. 1945. Der Sturm auf Berlin. In Europa das letzte Kapitel des größten Dramas der Menschheitsgeschichte. Über 30 Jahre voller Chaos und Gewalt. Von 1914 bis 1945. Enttäuschte Hoffnungen und Verblendung. Tyrannei und Verbrechen. Generationen gezeichnet von zwei Weltkriegen. Das Feuer, das 1914 entfacht wurde, wird erst 1945 erlöschen. Für den britischen Feldmarschall Bernard Montgomery kommt 1945 die Stunde des Triumphes. Ein Teil der deutschen Wehrmacht kapituliert vor ihm. Er hatte schon 1914 gegen die Deutschen gekämpft. Gegen Männer wie Adolf Hitler. Dies ist sein letzter Auftritt. Noch immer sind Menschen bereit, für ihn zu sterben. Er selber wird Selbstmord begehen. So endet 1945, was 1914 begann. Berlin 1914. Niemand ahnt das Drama, das bevorsteht. Der Alexanderplatz, quirliger als heute. Kameras sind noch eine Sensation. Neugierig und offen schauen sie uns an und sorglos. Die pulsierende Hauptstadt des aufstrebenden Deutschen Kaiserreiches. Seit Napoleons Zeiten war kein feindlicher Soldat mehr auf deutschem Boden. Auch diese Menschen wissen nicht, was Krieg bedeutet. Noch nicht. Moderne Zeiten. Das Automobil begeistert alt und jung, überall in der westlichen Welt. Die Droge der Zeit heißt Geschwindigkeit. Das Lieblingsparfüm ist der Duft von Benzin. Deutschland ist die zweitstärkste Industriemacht der Welt nach den USA. Und bis an die Zähne gerüstet. Es geht uns gut. Man fühlte sich gesichert in einer Welt des Fortschritts, der Zivilisation, der Humanität. Man sah kein Wetterleuchten, schreibt der Schriftsteller Karl Zuckmayer in seinen Erinnerungen. München 1914. Noch nicht die Weltstadt mit Herz, sondern die gemütliche Residenzstadt des bayerischen Königs. Hier hat ein 25 Jahre alter Österreicher Unterschlupf gefunden. Adolf Hitler. Seine Zukunftsaussichten sind schlecht. Er hat keine Ausbildung und schlägt sich mit dem Abmalen von Stadtansichten durch. Er ist in München, um sich vor dem österreichischen Militärdienst zu drücken. Und schon damals voller Hass auf Menschen anderer Abstammung. Hitler war damals schon ein Anhänger des deutschen Nationalismus. Er hasste den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Er mochte dieses Völkergemisch, wie er es nannte, nicht. Er fühlte sich als Deutscher, sah seine Zukunft in Deutschland. Nie wäre er für Österreich ins Feld gezogen.
Hitlers zukünftiger Gegner Bernard Montgomery lebt in diesen Tagen hier. London, die Hauptstadt der damaligen Welt. Die Hauptstadt des britischen Weltreiches, in dem die Sonne nie untergeht. 3. Juni 1914. Trooping the Colour. Die große Parade zum Geburtstag des britischen Königs Georg V. Der 26-jährige Bernard Montgomery, oder Monty, wie ihn die Briten heute noch nennen, ist gerade zurück aus den Kolonien, aus Indien. Jetzt führt er das komfortable, aber vielleicht etwas langweilige Leben britischer Offiziere. Gesellschaftliche Verpflichtungen, aber kaum echte Herausforderungen. It was almost like a club. Das war fast wie ein britischer Herrenclub. Wenn man da keine Fehler machte, geschickt zeigte und die Eingeborenen in den Kolonien gut in den Griff bekam, dann konnte man hoffen, seine Karriere eines Tages mit einem Adelstitel zu beenden. Zum Beispiel als Sir Bernard Montgomery. Der letzte Glanz des alten, feudalen Europa. Die meisten Herrscher sind miteinander verwandt. Der britische König besucht seinen Cousin, den deutschen Kaiser Wilhelm II. In Berlin. Sie haben die Uniformen getauscht als Zeichen der Verbundenheit. Anlass ist die Hochzeit der Kaisertochter Viktoria. Auch Kaiser Wilhelms anderer Cousin, der russische Zar Nikolaus, ist angereist. Noch sind es nur Salutschüsse. Der 28. Juni 1914. Ein wundervoller Sommertag. Die Schlagzeile des Tages: Der österreichische Thronfolger und seine Gattin ermordet. Bei einem Besuch in Sarajevo wurden sie von serbischen Nationalisten erschossen. Dieses Attentat wird den Ersten Weltkrieg auslösen. Doch kaum jemand nimmt Notiz davon. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, die Nachricht erregte keine tiefe Anteilnahme, schreibt der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig. Die Menschen genießen die Ferien am Wannsee oder an der Ostsee, der Badewanne von Berlin. Es ist der Sommer, in dem Europa Selbstmord begeht. Kinderfest im schwäbischen Gaggenau. Wie viele dieser kleinen Kicker werden später fallen? Im Zweiten Weltkrieg. Wie viele dieser Mädchen werden später Kriegerwitwen? Pferderennen in Ludwigslust. Die Damen der mecklenburgischen Gesellschaft in feinster Garderobe. Und immer wieder viele Kinder, die Faxen machen für die Kamera, völlig unbeschwert. Die letzten fröhlichen Stunden einer Epoche. Wie jeden Sommer geht auch der deutsche Kaiser in Urlaub. Nordlandfahrt nach Norwegen auf seiner Yacht Hohenzollern. Währenddessen steuern seine Politiker und Generäle in die Katastrophe. Aber nicht nur sie.
Lange Zeit war die Forschung ja konzentriert auf Deutschland. Man hat sich auf Berlin konzentriert, auf die deutsche Verantwortung. Und hat man eigentlich mittlerweile herausgefunden, dass die Dinge doch komplizierter sind, dass man sich eben nicht nur auf Berlin konzentrieren kann, sondern dass man auch die anderen Großmächte mit einbeziehen muss, dass man sieht, dass in allen großen Hauptstädten, in allen Großmächten die Generalstabschefs, die Ministerpräsidenten, die Kanzler mit dem Feuer spielen. Doch Deutschland und Österreich-Ungarn, die sogenannten Mittelmächte, überschreiten zuerst die rote Linie. 4 Wochen nach dem Attentat von Sarajevo erklärt Österreich Serbien den Krieg. Daraufhin macht Serbiens Verbündeter Russland mobil. Um einem Angriff zuvorzukommen, erklärt Deutschland Russland den Krieg und 2 Tage später Russlands Verbündetem, Frankreich. Die Würfel sind gefallen. Alle Seiten dachten, das würde ein kurzer Krieg werden, schnell gewonnen, mit einem reinigenden Effekt. Was für eine merkwürdige Vorstellung. Der Krieg werde so etwas wie eine reinigende Wirkung auf Europa haben. Am 1. August 1914 erklärt Deutschland Russland den Krieg. Schicksalstage. Der Kaiser spricht. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Patriotischer Taumel, auch in München auf dem Odeonsplatz. Hitlers späterer Leibfotograf Heinrich Hoffmann fotografiert die Menge. Unter den Menschen auf dem Platz ist auch Adolf Hitler. Dieses Foto soll ihn zeigen. Ob echt oder manipuliert, sicher ist, Hitler glüht vor deutsch-nationaler Begeisterung und meldet sich freiwillig. Später wird er behaupten, der bayerische König habe ihm persönlich die Genehmigung erteilt, als Österreicher bayerischer Soldat zu werden. Eine Propagandalüge. Es waren chaotische Tage im August 1914. Viele Männer meldeten sich freiwillig. Es ging drunter und drüber. Und Hitler ist da einfach so mit reingerutscht. Eigentlich ein Irrtum. Rekrut Hitler. Achtung! Es seien die anstrengendsten Tage seines Lebens, schreibt er seinem Vermieter in München. Vorbei die Zeit, als er bis Mittag schlafen konnte, dann ein wenig malen und abends in die Wagner-Oper gehen. Hitler kommt zum königlich-bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment Nummer 16, dem sogenannten Regiment List. Achtung! Er wird es später als Eliteeinheit feuriger Freiwilliger verklären. Auch dies ist reine Propaganda. Das Regiment ist schlecht ausgerüstet, die Männer untrainiert, viele schon etwas älter, so wie Hitler selbst. Fahneneid. Zum ersten Mal gehört der Außenseiter Hitler irgendwo dazu. Sein Regiment paradiert vor dem bayerischen König. Ausmarsch der Soldaten. Ich habe seitdem noch manche begeisterte Volksmenge gesehen. Keine Begeisterung war so tief und mächtig wie an jenem Tag, schreibt der Kriegsfreiwillige Ernst Jünger. Überall die gleichen Bilder. In Wien endlich, wie es heißt, den frechen Serben eine Lektion erteilen. In Paris alte Rechnungen mit dem Erbfeind Deutschland begleichen. Abschied. Karl Zuckmayer schreibt später: Wir zogen in den Krieg wie junge Liebende. Und wie diese hatten wir keine Ahnung von dem,
was uns bevorsteht. Spätestens zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause, glauben die meisten der Soldaten. Und Schnelligkeit ist ihre einzige Chance zum Sieg, glauben die deutschen Militärstrategen. Denn Deutschland ist in einer Zwangslage. Das hatte man immer versucht zu verhindern. Das war das große Ziel der deutschen Außenpolitik, auf gar keinen Fall einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Und in genau diese Lage kam man jetzt im Sommer 1914. Im Westen die Franzosen, im Osten die Russen. Und beide waren nun gleichzeitig anzugreifen. Gegen beide musste man gleichzeitig Krieg führen. Und das war eigentlich eine Lage, die schlimmer nicht sein konnte. Erst Frankreich besiegen, dann Russland. Das ist das Ziel. Die Strategie des deutschen Generalstabs? Ein schneller Durchmarsch durch das neutrale Belgien, um die französische Armee von Norden her kommend vernichtend zu schlagen. Nach 42 Tagen soll Frankreich besiegt sein. 4. August 1914. Deutsche Truppen marschieren in Belgien ein. Ein Bruch des Völkerrechts. Doch sie erleben eine Überraschung. Die Deutschen haben nicht damit gerechnet, dass die Belgier Widerstand leisten würden. Insofern, als man allgemein gesagt hat, sowohl in der Politik als auch im Militär, Belgien ist ja nicht das Hauptziel. Die belgische Armee ist eine verschwindende Größe. Pralinen-Soldaten oder Palinen-Soldaten, wie man damals gesagt hat. Aber Großbritannien kommt Belgien zur Hilfe. Am 4. August erklärt es Deutschland den Krieg. Noch nie haben Briten und Deutsche bis dahin gegeneinander Krieg geführt. 100 Jahre lang war kein britischer Soldat auf dem westeuropäischen Festland gewesen. Zum britischen Expeditionskorps gehört auch ein Mann namens Bernard Montgomery. Die Wahrheit ist, Montgomery freute sich darauf. Bisher hatte er lediglich Gefechte im Nordwesten von Indien mitgemacht, mit afghanischen Stammeskriegern. Das war jetzt etwas ganz anderes. Aber er hatte keinerlei Ahnung, was da auf ihn zukam. Keine Ahnung. Das militärische Denken war veraltet. Er hatte als Leutnant sogar seinen Degen schleifen lassen. Ganz so, als ginge er in einen Krieg wie zu Napoleons Zeiten. Doch dieser Krieg wird ganz anders. Ein Krieg wie keiner zuvor. Ein Krieg ohne Grenzen. Das Maschinengewehr tötet im Sekundentakt. Ein Krieg der Automaten. Zum ersten Mal auch Krieg in der Luft und aus der Luft. Industrielles Töten. Eine bis dahin unvorstellbare Vernichtungskraft. Weltenbrand. Das große Sterben beginnt allmählich. Und es beginnt mitten im schönsten Sommer. Mit kleinen Scharmützeln in Belgien. 6. August 1914 in der Gegend von Lüttich. Einzigartige Zeugnisse dieses Tages. Glasnegative, zufällig auf einem Flohmarkt entdeckt. Die ersten Gefallenen. Die ersten von Millionen. Der Pfarrer des Dorfes Wottem hatte die Gefallenen dieser ersten Kämpfe fotografieren lassen, um sie später identifizieren zu können. Man schaut dem Tod ins Auge. Die Gesichter des Krieges. Das macht der Krieg mit Menschen. Im Krieg geht es um Sterben und Töten. Und das ist alles. Für die Heimat zu sterben sei süß und ehrenvoll, hat man ihnen gesagt. Bis zu 40 Kilometer Marsch am Tag, bei glühender Hitze.
Das Wasser aus den Brunnen trinken sie nicht, aus Angst, die Belgier hätten es vergiftet. Dafür ist kein Weinkeller sicher, und davon gibt es viele in Belgien. Überall Kontrollposten. Wilde Gerüchte machen die Runde. Belgische Zivilisten würden aus dem Hinterhalt auf Deutsche schießen, heißt es. Die Angst rührte daher, dass man mit modernen Infanteriewaffen von 1914 eine Schussweite von 1600 Metern, manchmal etwas mehr, hatte. Da war es sehr oft unmöglich zu unterscheiden, wer genau geschossen hat aus dieser Entfernung, auch aus 1000 Meter Entfernung. Unmöglich zu sagen, trägt er Uniform oder nicht. Die belgischen Windmühlen. Verstecke für Heckenschützen, für sogenannte Franc-Tireurs, Freischärler. Hirngespinste einer unerfahrenen Truppe. Am 19. August marschieren deutsche Einheiten in die belgische Universitätsstadt Löwen ein. Alle Waffen der Einwohner sind abzuliefern bei Todesstrafe. Die kaiserlichen Truppen quartieren sich ein. Ab 20 Uhr gilt für die Bürger von Löwen eine Ausgangssperre. Dann der Abend des 25. August. Kontrollposten am Stadtrand von Löwen. Die Männer sind erschöpft und gereizt. Schüsse aus der Dunkelheit. Sind es belgische Freischärler? Die deutschen Soldaten feuern in die Fenster. Und sie beginnen, die stolzen Bürgerhäuser von Löwen niederzubrennen. Strafgericht nennen sie es. Auch der Stolz der Stadt, die mittelalterliche Bibliothek, fällt den Flammen zum Opfer. Mitsamt ihren 230.000 kostbaren Büchern. Am nächsten Morgen liegt das Herz der Stadt in Schutt und Asche. Auf seinem Weg zur Front kommt auch der Schütze Hitler durch Löwen. Ein Brandhaufen sei es gewesen, notiert er. Für das Leid der Bewohner hat er keinen Blick. Doch was war der Grund für die nächtliche Schießerei? Belgische Heckenschützen waren es nicht, das ist erwiesen. Nervöse deutsche Soldaten müssen sich versehentlich gegenseitig beschossen haben. Friendly fire. Es gibt mehrere belegte Fälle, in denen deutsche Soldaten nachweislich aufeinander geschossen haben. Die Soldaten wissen es, die Offiziere schreiben sie in ihren eigenen privaten Briefen und eigenen privaten Kriegstagebüchern auf. Doch büßen müssen die Bewohner von Löwen. Über 200 werden hingerichtet, ohne stichhaltige Beweise oder Verfahren. Männer werden zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Die Tragödie von Löwen, eine Katastrophe, auch für den deutschen Ruf in der Welt. Hunnen heißen sie nun in der Propaganda der Gegner oder auf Französisch Boche, Schweine. Die Pickelhaube wird ihr Symbol. Das Besondere, das Neue daran ist, dass man nun nicht mehr von gleich zu gleich kämpfte, dass der Gegner auf der gleichen Stufe stand, sondern dass man dem Gegner eigentlich das Menschsein, das Zivilisatorische absprach. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum es nicht möglich war, den Krieg einfach in einem Gentleman Agreement zu beenden. Nein, man musste dieses Biest, man musste diesen Gegner jetzt wirklich niederringen, bis er am Boden lag, man musste ihn vernichten. Deutsche Gegenpropaganda. Hilflose Versuche, die Männer mit den Pickelhauben als Kavaliere und Kinderfreunde darzustellen.
Gute Leute schonen, schreibt der Soldat. Tatsächlich hören Exzesse wie in Löwen nach wenigen Wochen auf. Doch es ist zu spät. Einmarsch der Deutschen in Brüssel. Ende August 1914 ist Belgien geschlagen. Und die kaiserliche Armee liegt noch im Zeitplan ihrer Führung. Nun gibt es nur noch ein natürliches Hindernis zwischen den deutschen Heeren und Paris, die Marne in Nordfrankreich. Und sie kommen ihr immer näher. Das Schlachtenglück in diesen Tagen ist mit den Deutschen. Tausende Franzosen gehen in Gefangenschaft. Der Krieg im Westen erscheint für das Deutsche Kaiserreich Ende August 1914 schon so gut wie gewonnen. Das meint zumindest die deutsche oberste Heeresleitung. Und fällt eine folgenschwere Entscheidung. Zwei ganze Armeekorps werden aus den Kämpfen in Frankreich abgezogen und auf Züge verladen. Richtung Osten, zur Ostgrenze des Deutschen Kaiserreiches. Denn schneller als erwartet hat das russische Zarenreich seine Armeen in Marsch gesetzt. Sie sind in Ostpreußen eingedrungen. Die Armeekorps aus Frankreich sollen helfen, sie abzuwehren. Doch als sie ankommen, ist die Entscheidungsschlacht schon vorbei. Die Schlacht von Tannenberg. Siegreich für das Deutsche Kaiserreich. 90.000 russische Soldaten geraten in Gefangenschaft. Unmengen Material werden erbeutet. Der Sieger von Tannenberg, Paul von Hindenburg, er wird zum Volkshelden. Und die deutschen Flüchtlinge in Ostpreußen können in ihre Heimatorte zurückkehren. Man konnte Ostpreußen sichern durch den Erfolg bei Tannenberg, aber man hat natürlich dadurch den Krieg nicht entschieden. Auch die Situation im Sommer 1914 war nach wie vor nicht auf den Osten konzentriert, sondern auf den Westen. Im Westen musste man siegen, im Westen musste man Frankreich schlagen, wenn der deutsche Kriegsplan Erfolg haben sollte. Am 3. September 1914 überqueren die ersten deutschen Armeen die Marne. Nun sind es für sie nur noch 18 Kilometer bis Paris. Die französische Regierung hat die Stadt bereits verlassen. Doch der Wille zum Widerstand ist ungebrochen. Selbst mit Taxis fahren die französischen Soldaten nach Norden, Richtung Marne, Richtung Front. Jetzt geht es für die Westmächte um alles. Mit Gewaltmärschen schließen auch die Briten zu den französischen Armeen auf. Bernard Montgomery schreibt an seine Mutter: Wir sind hart im Nehmen geworden. Wir schlafen bei jedem Wetter draußen. Man gewöhnt sich daran und stumpft ab. Ich habe mein Gesicht und meine Hände seit 10 Tagen nicht mehr gewaschen. Die Schlacht an der Marne. Sie soll die Entscheidung bringen. Die Westmächte bieten alles auf, was sie haben. 1 Million Franzosen und Briten stehen nun 750.000 Deutschen gegenüber. Und dann geschieht etwas, was die Franzosen das Wunder an der Marne nennen. Nach Tagen blutiger Kämpfe ziehen sich die Deutschen zurück. Überraschend für die Gegner. Doch dafür gibt es gute Gründe. Die haben sich nicht plötzlich zurückgezogen. Die standen plötzlich einer überwältigenden Übermacht gegenüber. Es drohte ihnen tatsächlich die Gefahr einer schweren militärischen Niederlage. Es klafften große Lücken zwischen den Angriffsarmeen, in die dann der Gegner reinstoßen konnte. Denn jetzt fehlen sie.
Die zwei Armeekorps, die die deutsche Heeresleitung nach Ostpreußen geschickt hatte. Doch wirklich entscheidend ist wohl etwas anderes. Die deutschen Armeen haben die Verbindung untereinander verloren. Der Nachschub klappt nicht. Schließlich kommt vom kaiserlichen Oberkommando in Luxemburg der Befehl, Rückzug auf Positionen, die besser zu verteidigen sind. Es ist die erste große deutsche Niederlage in diesem Krieg. Die hätten nicht mehr weitergekonnt, das wäre unmöglich gewesen. Sonst hätte es eine Katastrophe gegeben und es wären große Truppenteile wahrscheinlich eingekesselt und vernichtet worden. Aus der Traum vom schnellen Sieg über Frankreich. Damit ist der Schlachtplan der deutschen Heeresleitung gescheitert. Wie soll es weitergehen? Ratlosigkeit. Die Menschen in Deutschland erfahren davon nichts. Außer vielleicht durch Soldaten auf Fronturlaub, wie hier in Leipzig. Krieg ist immer noch das Lieblingsspiel der Jungs. Der Maler August Macke schreibt von der Front an seine Frau: Wenn ich an die beiden kleinen Kerle denke, dann packt mich eine wilde Verzweiflung, dass ich sie nicht wiedersehen sollte. Kurz darauf fällt August Macke. Nach wenigen Wochen muss man aufhören, die Todeslisten in den Zeitungen zu veröffentlichen, weil es einfach zu viele Namen sind. Die betroffenen Familien wissen es und sie trauern. Aber ich glaube, dass die ersten Monate des Krieges mit diesen riesigen Verlusten, die werden während des Krieges nicht so wahrgenommen. Immer noch ziehen sie an die Front in der Angst, zum Kämpfen zu spät zu kommen. Dort in Flandern beginnen die Soldaten auf beiden Seiten sich einzuigeln. Grabenkrieg, Stacheldraht, Laufgräben und Verhaue. Manchmal sind die Gegner nur wenige Meter voneinander entfernt. Oktober 1914. Nun kommen auch die Freiwilligen zum Einsatz, die sich bei Kriegsbeginn so freudig gemeldet hatten. Auch der Schütze Adolf Hitler. 29. Oktober. Ein Angriff auf englische Stellungen ist befohlen. Der erste Angriff für das Regiment List. Sie haben weder richtige Helme, noch können sie ihre neuen Gewehre bedienen. Drei von vier sterben. Der Krieg sei seine Universität gewesen, schreibt Hitler später. Er lernt absolute Rücksichtslosigkeit, kein Mitgefühl zu haben, überhaupt keine menschlichen Gefühle. Das Ziel zählt. Menschen sind für ihn lediglich Atome. Wir wissen wenig über seine frühen Jahre. Besonders mitfühlend war er wohl nie. Aber der Erste Weltkrieg scheint auch den letzten Rest menschlicher Wärme in ihm zerstört zu haben. Nach dem Krieg inszeniert sich Hitler als Frontsoldat. Doch das war er lediglich 4 Tage lang. Dann findet er ein warmes Plätzchen im Regimentshauptquartier als Meldegänger. Als die größte Zeit seines irdischen Lebens wird er diese Jahre verherrlichen. Für viele seiner Kameraden ist er nun ein Etappenhengst, einer, der das Elend der Frontschweine nicht mehr teilen muss. Und dieses Elend ist heute kaum mehr vorstellbar. Auf beiden Seiten der Front Kälte, Nässe und Dreck. Und ständige Todesnähe. Von den 110.000 Briten, die im August 1914 in den Kampf zogen, sind wenige Monate später 90.000 tot oder verwundet. Auch für Bernard Montgomery war im Oktober 1914 bereits ein Grab geschaufelt. Der Brite ist Führer einer Kompanie.
Er will mit seinen Männern einen deutschen Graben stürmen und erkundet selbst die Lage. Lungendurchschuss. Einer seiner Kameraden will ihn retten. Und wird tödlich getroffen. Stay behind, folks! In der Nacht wollen seine Männer die Toten bergen und stellen fest, Montgomery hat überlebt. Wie durch ein Wunder. Und er hat eine Lektion gelernt. The shock was not only recognizing the reality of modern. Die Realität der modernen Kriegsführung war ein Schock für ihn. Aber es brachte die Offiziere und die einfachen Soldaten in den Gräben einander näher. Monty wurde immer kritischer diesem Massenschlachten gegenüber. Und er bemühte sich später, das Leben seiner Kameraden so weit wie möglich zu schonen, indem er seinen Job als Offizier richtig machte. So wird auch für Bernard Montgomery der Erste Weltkrieg zum entscheidenden Erlebnis. Doch anders als Hitler wird er später als Feldherr immer versuchen, seine Ziele mit so wenig Opfern wie möglich zu erreichen. Der Horror der Grabenkämpfe. Viele können ihn nach einer Weile einfach nicht mehr ertragen. Im November 1914 notiert der sächsische Leutnant Kurt Zemisch in sein Tagebuch: Es laufen jetzt täglich viele Franzosen zu uns über, da sie es in ihren Schützengräben nicht mehr aushalten können. Abführen! Die Front im Westen, Ende 1914. Eine kilometerbreite Todeszone von der Nordsee bis an die Schweizer Grenze. Nichts geht mehr. 1 Million junger Männer sind inzwischen gefallen. Sinnlos. Die Deutschen sind im Westen ein Stück vorgerückt, haben aber die Franzosen nicht geschlagen. Im Osten konnten sie den Angriff der Russen abwehren, aber haben auch die Russen nicht geschlagen. Aber auch die Alliierten haben die Deutschen nicht geschlagen. Also niemand hat einen strategischen Vorteil. 1 Million Mann wurden geopfert dafür. Und jetzt ist die Frage, was nun? Ja, niemand hat eigentlich wirklich einen Masterplan. Vor Weihnachtszeit in Berlin. So hatte sie sich niemand vorstellen können. Wo sind all die Väter? All die Brüder, die im August 1914 noch glaubten, sie seien Weihnachten wieder zu Hause. Sehr viele werden nie wiederkommen. Nie mehr in diesem Krieg sind so viele Soldaten gefallen wie 1914. Weihnachten an der Front. Das heißt, Fraß aus der Gulaschkanone statt Gänsebraten. Kälte und Tod statt glückliche Stunden mit den Lieben unterm Weihnachtsbaum. Heiligabend in Flandern. Eine sternenklare Mondnacht, die erste seit langem, notiert der sächsische Leutnant Kurt Zemisch in sein Tagebuch. Und er habe befohlen, dass kein Schuss abgegeben wird, wenn es zu umgehen sei. Auch im britischen Graben Heiligabend. Heiligen
Wir machen uns gegenseitig bemerkbar, pfeifen und rufen, notiert Leutnant Zemisch. Der britische Soldat Bruce Bairnsfather berichtet: Nach einigem Hin- und Hergerufe stellten die Deutschen Lichter auf. Wir auch. Bald schauten die beiden Frontlinien aus wie die Illumination für ein Fest. Schließlich trauen sich die Ersten aus ihren Gräben. Schritte in die Todeszone. Dies alles war wunderbar und seltsam, schreibt Kurt Zemisch. Das Weihnachtsfest, das Fest der Liebe, bewirkte, dass die verhassten Feinde für kurze Zeit unsere Freunde wurden. Der britische Soldat Ernest Morley berichtet später: Die Deutschen kamen auf uns zu, wir gingen ihnen entgegen. Wir hatten das ziemlich verrückte Vergnügen, uns mit den Männern zu unterhalten, die ihr Bestes gegeben hatten, uns zu töten. Und wir sie. Über 30 solche Fälle sind hier dokumentiert. Manchmal hielt der Waffenstillstand mehr als 10 Tage, bis nach Neujahr. Wenn sich die Soldaten erst mal etwas näher kannten, wollten sie einfach nicht wieder anfangen mit dem Krieg. Is restarting the war again. Bilder eines einzigartigen Geschehens. So etwas wird sich in den kommenden Kriegsjahren nicht wiederholen. Eine stille Revolte der Menschlichkeit. Solange die Truppenoffiziere an der Front mitspielen. Aber schließlich greifen die Befehlshaber durch. Signale für die Männer im Graben gegenüber. Wir müssen jetzt wieder auf euch schießen. Das Schlachten dauerte 4 Jahre. Und hinterließ eine Welt, die gar nichts mehr zu tun hatte mit der Welt vor 1914. Und der Krieg, der dann von 1939 bis 1945 geführt wurde, ist undenkbar ohne das, was im Ersten Weltkrieg passierte. Er schuf so viel soziales und wirtschaftliches Chaos, ungelöste Konflikte. All this left unfinished business. Wie sähe unser Kontinent heute aus, wenn die Mächtigen 1914 etwas klüger gewesen wären? So bedurfte es eines weiteren furchtbaren Krieges, bis die Völker in Europa es gelernt hatten, wieder aufeinander zuzugehen.